Willkommen zurück zu Mario Luigi Superstar Saga. Ja, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Danny Roy P. Hi. Hi. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Ja, ganz gut. Siehst du diese vielen Lachbären da? Ja. Daraus kann man Wein machen. Die machen mir Angst. Weil sie dich so angrinsen. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Wir wollen die legendäre QW extrem finden. Und ja. ich hab ein Fass gerammt. Da waren zwei Typen drin. Was? Ich bin gerettet. Gestatten Graf Bohnen. Und der ältere, der hiesige Hausherr. Und ich bin sein Bruder, Graf Bonn, DJ. Und der Jüngere? Ich nenne ihn DJ. Zwei seltsame Gestalten hatten uns in diesen Fass gezwängt. Ihr habt uns gerettet, oder? Aber immer so pärchenweise Leute treffen, ne? Ja. Hoho, fassen wir also zusammen. Die Übeltäter sind hinter der Coupé extrem her, die tief im Wald versteckt ist. Und ihr wollt also auch die Kuh extrem finden? Mhm. Aber niemand weiß, ob dieser legendäre Witz wirklich existiert. Selbst wir. Wir haben die Kuh extrem noch nie getrunken oder auch nur gesehen. Das Innere des Grinsewalds ist ein heiliges Sanktorium. Der Weg dorthin ist beschwerlich. Vielleicht steinig und schwer? Ich wollte jetzt einfach mal einen dämlichen Witz reißen. Hm? War was? Huh? Ihr springt auf euren Gegner. Ihr zerschlagt Felsen mit dem Hammer, um den Weg durch den Wald zu erschließen? Nun, wir beide kennen die Typen des tiefen Waldes, aber ich hege Zweifel, ob eure Kompetenzen wirklich genügen. Aber Brüderchen, vielleicht mit ihren Hämmern. Ehrlich gesagt, diese Gedanken hatte ich auch schon. Einen Moment bitte. Was könnte das bedeuten? Keine Ahnung. Ich weiß es. Hoher Sprung bitte. Achso, ich dachte, man sagt. Achso, ist das da unten? Nein, ist da oben. Money! Mal sehen, wie viel Money wir haben. 230, das geht ja. Also irgendwas da hinten so rum. Nee, da oben ist nichts. Also, wir mussten uns eben kurz besprechen. Da ihr uns gerettet habt, bringen wir euch zum Dank zwei Hammeraktionen bei. Diese Hammeraktionen werden seit jeher in unseren Schatullen von einer Generation zur nächsten überliefert. Wenn ihr sie beherrscht, werden sie euch im Wald wahrscheinlich von großem Nutzen sein. Wollt ihr neue Hammeraktionen lernen? Nee. Ja. Nun, Grüner, zeig mir deinen Hammer. Woher weiß der, wie ich in ESO heiße? Der grüne Bastard. Verstehe, mit diesem Hammer. Drücke zunächst L, um den Hammer auszuwählen. Also soll ich jetzt machen? Oder nicht? Aktion mit B. Boah, diese Hammeraktion stammt aus einer geheimen Überlieferung. Schwinge den Hammer hoch und verinnerliche die Kraft des Feuers. Dann zerschlage geschmeidig deinen Bruder zu Staub. Durch diese Prozedur wird man zum Zwerg und passt durch jedes Mauseloch. In dieser Größe erlebt man so manches kleines Abenteuer. Ein weiterer Hammerschlag macht das Schrumpfen rückgängig. Probier es mal aus. Oh, schon beim ersten Mal beherrscht er die Waldenergie und den geschmeidigen Schlag. Na gut, jetzt Zurückverwandlung. Hübra. Excellent, du bist ein Naturtalent. Gut, jetzt zeig du mir deinen Hammer, mein roter Freund. Oh, nee. Tausch mit Start die Position. Drücke zunächst L, um den Hammer auszuwählen. Hammer. Aktion mit B. Dies ist die eigentliche Hammeraktion. Nutze die Energie der Erde und schlage flink wie der Wind. Wird man von diesem Hammer getroffen, so sinkt man bis zum Haupt in die Erde ein. Natürlich kann man sich wie gewohnt mit Hilfe des Stolpers bewegen. So kannst du Zäune unterwandern, die Maurus Perspektive erlaubt, vielerlei Abenteuer mit Tiefgang. Drücke einfach A, um wieder aufzutauchen.
Probier es mal aus. Oh nein, bitte nicht. 3, 2, 1. Bam! Ja, das ist die Energie der Erde. Der Schlag so flink wie der Wind. Perfekt, perfekt. Und nun drücke A, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Fantastisch! Nun kommen wir zur Praxis, zum Einsatz der Hammeraktion. Verwendet die gelernten Aktionen, um aus den Zimmern rechts zwei Kelche zu holen. Diese beiden Kristallgläser stellen kostbare Schätze dar. Es sind die Wunder von Bonia. Der Glanz passt zu euch beiden, da ihr die Hammeraktion so brillant beherrscht. Wohlhaben, werte Herren, findet die zwei Kelche. Du steuerst. Ah, halt, stopp, zurück. Was? Nur mal nach oben. Stopp, siehst du diese Markierung auf dem Boden? Ja, ah. Lass mich nicht in die Erde hauen. Okay. Wenn es sein muss, auch. Und komm an dieser Position wieder hoch. Was? Hat nicht funktioniert? Nochmal. Lass mich mal. Ah, cool. So bekommen wir sogenannte Grinseboden. Ich glaube, solche Felder habe ich schon oft irgendwo gesehen. Genau. Oh, ein Sitzzimmer. Bitte nicht den Kopf am niedrigen Eingang stoßen. Eisenplatte. Hochqualitativer Werkstoff verwendet. Absolut maulwurfsicher. So. Ja, ich könnte dich hier nicht in den Boden hauen. Ah, wegen dem Metall. Ja, einfach. Maulwurfszimmer. Achtung, bei Kriechgängen unter den Zaun Verschmutzungsgefahr. Keine Haftung für Reinigungskosten. Au. Geh durch. So, du bist jetzt alleine. Oh, nee. Doch. Da ist der grüne Kelch, aber da kommst du alleine nicht dran. Oh Mann. Bin ich nicht auf die Knöpfe an der Wand zu schlagen? Oh. Der hier? Ja. Oh. Dann okay. Drück jetzt mal Start. Let's go. Let's go. Dann komme ich zu dir. Jetzt erschlagen wir den Kelch, genau. Alles jetzt klar. Drück ich Start. Der Kelch gehört dir. Alles klar. Du erhältst den grünen Kelch. Wollte ihn zerschlagen. Sein Funkeln blendet dich. Funke, Plastik. Okay, da. Jetzt kommt meiner, also deine Aktion dran. Okay. Also, du musst mich jetzt dadurch schicken. Du musst gerade stehen. Also, wir müssen gerade stehen. Warte mal. Ich hab vergessen, was deine Aktion war. Meine Aktion ist das Maulwurfschlagen. Also der Maulwurfgang. Deiner ist der Mäusegang. Also du musst mich schlagen. Kann ich schlagen. Jetzt. So. Ah. So. Boah. Du erhältst den roten Kelch. Sein Glanz blendet dich. Ah. Funke. Plastik. Jetzt mach mich bitte wieder groß. Danke. So, und jetzt den hohen Sprung bitte. Alles klar. Oh, der rote Kelch und der grüne Kelch. Ihr habt die beiden Kelche gefunden. Fabulous. Fabulous. Na hier, so. Wir müssen jetzt mal eben unsere Controller hochhalten. Also. Ja. Wohl an, ihr werten Herren, betretet den Wald und... Wohl an, ihr werten Herren, betretet den Wald und findet die legendäre QW extrem. Und ich habe versehentlich gerade deinen Text weggedrückt. Das tut mir leid. Ja, ist egal. Ich habe auch deinen aus Versehen vorgelesen. Okay, da wir jetzt neue Hammeraktionen haben, also neue Paartacken, haben wir auch neue Paartacken im Kampf. Aua! Ich glaube, hier muss was gemacht werden. Nein, ich bin wieder groß. Okay. Grinsewald. Also wie auch hier hoch. Mach den hohen Sprung. Bitte.
Lösung. Ja, schon wieder so ein Ding. Oh, Moment, du steuerst. Was machen Grinsenbohnen? Sind dann später wichtig. Oh. Da oben sollten wir lang gehen. Die kann man nicht aufspringen. Nee, das sind Pieksnüsse. Dann möchte man nicht aufspringen. Hackebruder. Ein Kackebruder. Okay, ich mach's für dich einmal mit Zeitlupe. So, ich hau dich rein. Jetzt B. Ach, verdammt. Jetzt B drücken müssen. Ich hab auch gedrückt. Aua! Okay. Du auch? Möchtest du auch deine neue Aktion lernen? Hm, oh, ah nein, ich hab zu früh gedrückt. Ein Goldbini! Nein! Den sollten wir töten, weil der geht massig Erfahrungspunkte. Oh Mann. Okay, ich mach's nochmal, einmal für dich. Und dann muss ich schnell A drücken. Okay. Du möchtest nicht üben, also du möchtest keine Extraktion haben. Ja, verdammt. Mir ist später eingefallen. Ja, mach mal. Okay, dann machen wir für dich mit Zeitlupe. Ja. Oh. Das ist cool, ne? Ja. So. Ups. Ups. Nee. Ja, fast. Zero. Pits. So, hier rein. Ja, so, haben wir noch mal einen kleinen Teleport aktiviert. Never. So können wir immer wieder hin und her reisen. Ist das nicht schön? Ja. Hau sie! Ich hau dich. Ich hau dich jetzt. Oh, Goldbini, töte ihn! Langsam aber ganz schön viel von mir. Aua. Oh, er ist noch da. Ich mach mal sicher. Oh, bist du dir sicher? Ja, okay, mach's. Yes! Oh. Geil! Also gut gemacht. Bin sehr stolz auf dich, mein Brabler. Come on, Brabler! Okay, du möchtest jetzt ohne Zeitlupe machen? Ja. Was war? BBA. BBA. Nein! Aua! Aua! Mitten in den Stall. Aua! Das tat weh! Kommt das jetzt best auf? Ja, natürlich. Scheiße. Ich möchte nicht, dass das jetzt best auf kommt. Das hat meine Würde verletzt. Boah. Oh nein, ich hab keine Links. Oh, du musst direkt auf die 3 gehen. Okay, damit du die Attacke einsetzen kannst. Oh, scheiße, ich hab vergessen zu drücken. Stachelkiller. Das schützt vor stacheligen Gegnern. Ich möchte gerne mehr BP haben. Drei. Ich nehme die Nummer 3. Die haben mich gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken. Nummer 3. So, was haben wir jetzt lange nicht mehr? Ich glaube, Verteidigung. Das ist Verteidigung. Booyah. Booyah. Tank. Tank? Aha. Auf dieser Karte könnt ihr erkennen, wo ihr seid und wo sich die Speicherblöcke befinden. Seht sie euch an, wenn ihr euch im Verlies verlaufen habt.
Ja, das ist so ein größeres Gebiet. Nicht so wie die anderen. Genau, was? Ah. Oh no! Aua! Bin hingefallen. Das hat echt wehgetan. Das ist relativ einfach. Ja. Meine Aktionen sind auch immer relativ einfach. Dann nehmt ihr mal auf. Ja, immer noch. Was ist denn da los? Oh, komm, töte sie, bis sie tot sind. Boah. Töte sie, bis er tot ist. Boah, doppelt. Jo, danke. Oh, du hast viel weniger Brüderpunkte als ich. Also. Nein. Au. Trotzdem schmerzhaft aus. Ja klar, sieht das schmerzhaft aus. Bam! Aha, ja. Oh, Alter. Los, töte sie, bis sie tot sind! Ich hab ihn. Oh. Oh. Ja, immer wesen, unsere Hammer-Dinger da. Versuchen. Das ist nur ein normaler Baby, der interessiert mich nicht. Ich habe ehrlich gesagt gerade gar nicht darauf geachtet, wer auf wen in die Pixel gegangen ist. Moin. Au! In das Stachelding rein, ey. Was fällt dir eigentlich ein? Was hab ich dir getan? Ja, das Ding haben wir drauf, ey. Ja. Ah, Ding, ja. Nein. Drück mal zu. Watch me fail this. Also ich habe meine Aktion habe ich abgeschlossen. Irgendjemand hat mich abgeschlossen. Du. Den Schlag hast du nicht geschafft. Yeah. Noch ein Block, da müssen wir hin. Wir müssen von da aus darüber fliegen. Was? Von da oben aus. Ich will aber auch hoch. Ha, da ist noch einer. Töte ihn. Das gibt's doch einfach nicht, ey. Mann, kannst du nicht zielen? Ich hab's voll drauf, Leute. Ich hab's ja drauf, Leute. Und du kriegst nur einen Schadenspunkt, ey. Ja, natürlich. Warum ist das so mega tanky? Ja, endlich mal. Nein. Yes. Und weg. Na, wir haben 1800 Erfahrungspunkte. Nee. Gut, ja, von da müssen wir. Ja, wir müssen da rauf. Also was hier? Mach. So, ja. So. So, jetzt. Jetzt haben wir es. Pilz. Kapusch! Der ganze Stress für den Pilz. Ja. Okay. Anders. Du musst nach vorne. Geh durch. Ah, okay. Mein Bruder.
Don't leave your brother alone. Jetzt gehe ich ohne dich. Ja. Ups, Entschuldigung. Ah, okay. Das passiert. Ein bisschen öfter als uns lieb ist wahrscheinlich. Ja. Wie viele Minuten haben wir? 20. 20? Ja. Wir können ja zumindest das hier noch machen und dann noch zurückgehen und speichern. Ja. Dann können wir sagen, können wir den Part hier beenden. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer. Dann bitte drücke. Für mich. So klein und kann Hammer schwingen. Boah. Fast Spaß, Teil 1. Eine Kurzballade in zwei Sätzen nach dem Beat of Veritas. Ein leeres Fass steht einsam da. Tauchst du direkt runter auf und nimm das Fässchen seinen Lauf. Ich verstehe es. Du musst unter das Fass gehen. Ich bin unsichtbar. Voilà. Ah. Oh, was kannst du eigentlich? Was? Das sah schmerzhaft aus. Dann komme ich ja wieder raus. Ah, gut. Let's go! Boah. Jedes Mal. Oh. Voll in die Fresse. Vorsicht! Savage Guy. Meinst du, das ist ein cool Savage Guy? Ja. Es dauert. Sehr gut. Geil, das war cool. Frischfurz. Oh. Hi. Guck mal da, hier diese ganzen Markierungen auf dem Boden. Ja. Los, Zeit, Kleidungsunterricht zu machen. Ups! Aua. War noch einer? Nö. Ah. Wir hauen den Maulwurf. Hau den Lukas. Ich fürchte einfach. Voila. Also, ne, warte, wir müssen nach oben, nach links gehen. Links. Nein. Nein. Ich muss erst meinen Hammer rausholen. Ich muss meinen Hammer rausholen. Ich bin doch noch gar nicht bewaffnet. Aua! Das tat weh! Das hat echt weh getan. Du hast den Schlag verkackt. Aha. Aua! Das hat echt weh getan! Das sind keine Goldbeanies! Wir wollen Goldbeanies sehen, ne? Ja. Au! Ja, warte. Dafür hau ich dich mit dem Hammer, ey. Oh, jetzt hab ich versehentlich dein Skelett. Entschuldigung. Oh no! Und da ist er gefallen. Das war knapp, ne? Ja.
Gott. Würde ich gerne in real life irgendwie essen. Ich auch. Ich stehe nicht so auf Ahornsirup. Ahornsirup ist so fettig und klebrig. Ich meine so allgemein irgendwie. Link ist irgendwie so eine Capri-Sonne und drückt sie so. Genau. Dann so. So. Golpidi! Nein! Ja. Dieser Pisser, ey. Was? Oh, vor dir? Was? Say what? Say what? Kapusch! Ich nehme mal ein paar Bälle-Punkte. Ja. Grüne Punkte wäre nicht schlecht. 3. Oh. Du nimmst auch wieder die Nummer 3. Ja. 3, 4, 2, 4, 3, 4. Okay. Hau mal den Stein kaputt. Wo sind wir denn? Wo ist überhaupt der nächste Speicherbuch? Wo sind wir? Da sind wir, ne? Ja. Rechts ist eine Sackgasse. Gehen wir da hin. Ja. Das ist Rollenspiel-Logik. Immer wo die Sackgassen sind, als erstes hingehen. Hier ist nichts. Was verdammt. Scheiße. Das ist wirklich Rollenspiel-Logik. Das kenne ich sogar. Von Octopath Traveler. Was? Ja, da gehe ich auch immer zuerst in Sackgassen rein. Was Spaß, Teil 2. Eine kurze Ballade, zwei Sätze nach in Velo Veritas. Will du Länder sehen, steht auf dem Mann im Fass. Mein grüner Freund, er ist im Fass. Ich will ihn direkt so mit L. Steig auf das Fass mit B. Ach ja, genau, das kann ich ja machen. Hau drauf! Was ist mit dem Hammer gehauen? Was ist das für einer? Das ist ein Spuckbusch, der kann uns vergiften. Oh. Zu früh. Er ist den Spuckbuschen. Immer ist die Spuckbusche. Auch wenn die zwei anderen da vorne Verstärkung suchen können. Denn ich habe keinen Bock auf Statusprobleme. Haben wir überhaupt irgendwas, was man zeigen kann unter sich? Fischwurst. Aua. Oh nein, du bist hingefallen. Erholung von Anomalie. Er hält nämlich für dumme Aktionen wie die hier. Ja. Scheiße, zu früh. Gesehen, wie elegant der sein Speer schwingt. Ja. Zack, down. Jetzt hast du ein Level up. Endlich! Und auch Zeit! 1-0-2-2-3-3. Das ist eine ganz schöne Menge. Yes! 4! Bart intensifies. Ja, also kann ich halt noch mehr Krits machen. Mann, als ich ohnehin schon mache. Halt. Du willst doch nicht springen, oder? Was wenn doch? Das tut dann tut das Aua machen. Ach, wie viele Minuten haben wir? 28. Ich glaube, wir sollten gleich mal zurück zum Speicherpunkt gehen. Wann ist einer in der Nähe oder so? Ja, ich glaube, wir müssen halt noch diesen Raum hier machen. Na gut, komm. Dann wird der Partbau heute einmal extra lang. Also, das ist kein Problem. Ja. Okay, wir müssen da oben drauf. Ja, nee, das ist noch nichts. Wo lang? Mit dem Wirbelsprung da drüber. So, oben rechts oder? Ja, oben rechts. So, dann muss ich dich mit dem Hammer rein kloppen. So, und jetzt beweg dich. Bleib da stehen. Dann kann ich mich noch bewegen. Strategie. Ui. So ein Leuchtturm. Oder eine Sprinkleranlage, genau. So, jetzt kannst du runtergehen. Also jetzt kannst du aufsteigen. Ich will aber nicht aufsteigen. Willst du dein Face nicht zeigen? Genau. Nein, dann bist du ja wie ein norwegischer DJ.
Hey, er zeigt auch nur auf, in der Show nicht sein Gesicht. Hey, geil, wir haben es geschafft. Ja, wunderbar. Das passt ja perfekt. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen. Also, wir sind hier im Grinsewald. Waldegard. Geil. Geil. Aber was es mit Waldegard auf sich hat, das sehen wir im nächsten Part von Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Wir bedanken uns alle herzlich fürs Zusehen und sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.